Technologie entwickelt sich extrem schnell weiter. Technologie, Software entwickelt sich exponentiell von Jahr zu Jahr, gibt es Riesensprünge. Und das betrifft auch die Marketingbranche. Und ein Teil von Marketing oder ein Teil von Wachstum von Unternehmen ist nun mal Sales, vor allem B2B. Und wie sieht denn die Zukunft aus? Wie sieht die Zukunft von Sales aus? Ich glaube, es gibt keine Zukunft. Ich glaube, dass wir heute schon sehen, was in der Zukunft passieren wird, nämlich dass zwei Extreme gegeneinander kämpfen. Wir haben auf der einen Seite Technologie, wir versuchen alles möglichst zu automatisieren, zu optimieren, Prozesse einzuführen und eine Software zu besitzen im Endeffekt, die uns als zentrale Schnittstelle unser ganzes Sales, Organisation, Prozesse, Erinnerungen, Aufgaben und abnimmt auf der einen Seite, und auf der anderen Seite haben wir einfach nur Sales, das heißt Menschen, die miteinander sprechen und ins Geschäft kommen wollen. Und ich glaube, dass die zwei Bereiche mega miteinander kämpfen werden, und ich denke, dass im Endeffekt Technologie eine Grenze hat in diesem Bereich und diese menschliche Interaktion nicht. Heißt, die menschliche Interaktion wird immer dasjenige sein, das am Ende darüber entscheidet, ob ein Sale zustande kommt, während die technologische Komponente die ganze Organisation aller Stufen übernehmen kann, die vor diesem tatsächlichen Sale stattfinden. Wenn man sich das mal so anguckt, du bist B2B-Dienstleister, bietest irgendwas an, generierst ein Lead über irgendeinen Kanal und der landet tatsächlich entweder als Anfrage oder als noch unqualifizierter, eher Marketing-Qualified Lead in deiner Pipeline, in deinem CRM, in wo auch immer, dann hast du dort natürlich die Möglichkeit, über eine Historie mit Notizen diesen Lead aufzubauen, ihm wirklich ein Gesicht zu geben, ihm eine Historie zu verpassen, Notizen zu verpassen, wirklich festzuhalten, wie sich dieser Lead entwickelt hat, diesen Lead, wenn er denn tatsächlich interessiert ist, nachzufassen über automatisch generierte Erinnerungen, die du erhältst und. Also diesen ganzen Prozess kannst du im Endeffekt auch teilautomatisieren, dass dieser Lead gegebenenfalls auch E-Mail-Strecken bekommt, um nochmal auf dich aufmerksam zu machen. Aber was du am Ende nicht automatisieren kannst, ist eben, dass du dort anrufst, dass du dich zu einem Termin mit diesem Menschen triffst, dass du etwas verhandelst, vor allem auf wirklich ganz viele Unwägbarkeiten reagierst und versuchst dort trotzdem durchzuargumentieren und auch deinen Teil des Geschäftes durchzubekommen. Deswegen denke ich, dass die menschliche Komponente immer die wichtigere bleiben wird.